Hallo. So. Ich hab mir doch gedacht, dass ich euch doch den weiteren Fortschritt zeigen werde. Spiegel, du kommst da dran. Jawohl. So, wir machen mit dem Schwarzwälder. Ich konnte mir nämlich nach etwas Gedenkzeit, dachte ich mir, einige würden vielleicht sehen, wie ich das eben vollständig mache. Also sind die nächsten 15 Minuten wieder mit Schwarz. Was geht hier hoch? Das geht hier hoch in die Ecke rein. Auf der Seite. Geht es denn hier weiter? Dann gibt es hier oben. Etwas. Wie gesagt, bei der Tarnung ist es auch immer etwas freigestellt. Man muss jetzt nicht jeden Quadratmillimeter genau so nachgestalten, wie es im Original ist. So. Auf der Seite hätten wir das Schwarz oder nein. Hier unten fehlt noch etwas. Ja. Und da ich heute auch nicht raus in den Garten gehe, wir haben heute schon den nächsten Tag, also gestern habe ich da nicht mal weiter gemacht. So. Von vorne Hammer geht's jetzt auf die andere Seite weiter. Da drehen wir unser Vorzeigemodell. So. Muss. Und nun das kommt dann hier runter. Ich hoffe mal, dass heute auch ein paar schöne Gewitter kommen.
Denn so wird der Garten und die ganze Natur etwas feuchter. In der letzten Zeit hatten wir ja um Leipzig viele Brände. Ringsrum haben Felder und Grasland gebrannt, auch einige Gärten sind abgebrannt. So, und das geht jetzt da hoch. Ja. Und das geht jetzt schräg nach da. Und dann kommen wir hier da vorne wieder. Also das andere Video von gestern, das tut jetzt gerade bei YouTube hochladen. Das sind noch 2 Stunden. Geht es hier da drüben entlang? Wieder umdrehen. Beziehungsweise hier. Was kann ich von hier aus? Da ist der Schatten drauf, muss ich mal genau sehen. Ja, das geht schräg hoch. Das geht schräg hoch. Und da die Türe offen ist. Geht das einmal hier hin. Und dann drüben entlang. Das hier drüben habe ich. Und nun kommt die Ecke dran. Wie viel Hammer? Neun Minuten und etwas. Gut, da kann man die Ecke noch machen. Erst einmal die leichte Umrandung. Ich muss mal dann doch einen anderen Pinsel nehmen. Etwas zurück. Hier noch eine Kurve und ja.
So gefällt es mir. Es wäre auch mal eine Idee, mal den Bereich zu öffnen, der Dachklappe, damit man an den Motor rankommt. Mal sehen. Da wird sich bestimmt altes Führerhaus finden lassen. Und von hinten verbindet sich das jetzt oder nicht? Da habe ich nichts. Na gut, hier hinten. Da hinten ist er dann. Ja gut, etwas. Und da machen wir das auch. Ich hab jetzt kein nix wie es schon mal war, aber mit Fantasie und Erfahrung weiß man ja, wie der Fleckenturm dann entweder gezogen werden könnte. Dann machen wir das. Da ist auch noch was. Da werde ich dann insgesamt noch einmal mit Schwarz drüber gehen müssen. Denn jetzt ist die Farbe noch etwas wässrig, aber das ist noch besser als wie wenn man die Farbe zu dick aufträgt und dann irgendwelche Farbwürste drauf sind. Und das kann man hier verbinden. So, hier unten kommt dann Braun drauf. Und da noch etwas. Ja, so bin ich zufrieden. Und das Braun gibt es dann beim dritten Video dann. Ja, auch so 13 Minuten und noch was. So. Und da und hier noch einmal. Das Schwarze. Also gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tino.